Was geht ab, meine Seafighter? Osir hier. Und willkommen zu einem weiteren Team Rating Video. Außen vorweg wollte ich mich für das letzte Team Rating Video entschuldigen, denn ich habe total vergessen, das Punktesystem einzubauen. Das wird aber diesmal der Fall sein. Wie funktioniert das Punktesystem? Nun, ich werde euren Teams auch gewisse Punkte geben, Punkte verteilen, das wolltet ihr sehen. Das Ganze wird so verlaufen. Wenn wir ein Team haben, gibt es für jeden richtig gesetzten Charakter im Team, natürlich muss der Leader Skill stimmen und die richtig gesetzten Plätze drehen sich um den Leader Skill, der gesetzt ist, ein Punkt, heißt maximal daraus könnt ihr euch 6 holen. Dann gibt es einen Punkt, wenn alle Charaktere im Team auf Max Level sind, einen weiteren Punkt, wenn alle Awaked, Sea Awaked, Dokken Awaked sind, insgesamt 8 Punkte. Dann gehe ich rüber und schaue eure Charakterliste an und gucke, ob ihr die richtige Wahl getroffen habt, also ob ihr die richtigen besten Charaktere aus eurem Repertoire in euer Team gesteckt habt. Dafür gibt es einen weiteren Punkt und den allerletzten Punkt gibt es dann dafür, wenn es quasi das beste Team in der momentanen Meta ist, also wenn es optimal ist. Heißt, diesen Punkt werdet ihr euch hart verdienen müssen, das werden wir dann sehen. Und genau, Punkt davor, also der 9. Punkt quasi, werde ich auch schauen, ob es, ja, wenn ich da schaue, ob es die beste Wahl der Charaktere ist, dann gucke ich natürlich dann auch aufs Dupe-System. Anyways, so viel zu der Punktevergabe, dann würde ich sagen, wir legen direkt mit dem ersten Team los. Das erste Team ist von unserem Boy Zero. Zero, danke für die Einsendung. Wie sieht dein Team denn aus? Und zwar haben wir ein Classic Agility Team. Classic Agility Team von Back at the Days. Wir wissen, wenn wir uns anschauen, ist der Leader Super Vegito. Er gibt Agility Charakteren Key plus 3 auf jeden Attribut 70%. Heißt, egal ob Extreme oder Super Agility, jeder Agility Charakter passt rein. Er hat Rosé drin, also passt das. Super Saiyan 3 Goku passt auch. Super Saiyan Genki Dama Goku passt auch. Kaioken Blue und C17 alle passen. Heißt, hier gibt es schon mal 6 Punkte für die richtige Wahl und den richtigen Leader quasi. Und alle Charaktere sind auf Max Level. Ein weiterer Punkt sind 7 Punkte. Alle sind Awaked, Sea Awaked, Dokken Awaked. Ja, also hat unser Boy hier Zero schon mal 8 von 10 Punkte von mir. Jetzt gehen wir mal rüber und gucken seine Charakterliste an, beziehungsweise schauen wir mal das Team an sich an. Kann man so auf jeden Fall spielen. Nur Ausbaustelle, schauen wir uns gleich die Charakterliste an, wären zum Beispiel jetzt schon von vorne heraus vielleicht der Genki Dama Goku. Er ist nicht schlecht, aber da gibt es auf jeden Fall eine bessere Wahl. Und der dreifache Goku vielleicht wegen seinem Link-Skills. Aber gucken wir mal rüber. Und zwar sehen wir schon in der Charakterliste, er hat, okay, 90% Vegito ist drin, 50% Rosé, Androids hat er nicht drinnen. Okay, Goku ist auf 27, 13%. Aha, okay. Wir haben auch einen Sin Shenlong, das ist ein Supporter, den dürft ihr nicht vergessen. Goku ist auch gar nicht mal so schlecht. Der Super Saiyan Goku ebenso ist auch ein Supporter. Aber da es sich um ein reines Agility-Team handelt, würde ich so vorgehen. Und zwar würde ich, es ist ein bisschen knifflig, denn man kann da vieles machen, es ist ein reines Agility-Team. Aber ich würde auf jeden Fall hergehen und den Super Saiyan Goku Genki Dama raustun. Sowohl auch den Super Saiyan 3 Goku. Und für die beiden würde ich Omega-Shenlong einmal reintun. Ihn muss natürlich Dokken erwecken. Und die LA Androids würde ich auch Dokken erwecken, wegen der Kampagne aktuell. Denn dann hättest du ein LAM, also zumal ein LAM-Team. Das würde dann folgemaßen dann so aussehen, wenn wir das grafisch betrachten. Denn wir haben dann Super Vegito als Leader in einer Rotation mit Rosé. Die Rotation war ein bisschen schwer aufzubauen, aber da kann man sich streiten. Ich sag euch, was ich mir dabei gedacht habe. Sie teilen sich gute Linkskill, beide kommen auf ihre Ulti, alles gut. Zweite Rotation, alle Androids mit C17. Sie teilen sich 5 Linkskills, heißt Androids könnt ihr auch so gut wie immer ulten, zumal C17 ein Supportcharakter ist. Und Rotationscharaktere sind in dem Fall Kaioken Blue. Kaioken Blue habe ich eigentlich überlegt, mit Super Vegito in eine Rotation zu packen, jedoch ist Kaioken Blue der bessere Rotationscharakter als Rosé in dem Fall, weil er, wenn er in eine Rotation reinkommt, wirklich für gut Key sorgt, egal in welche Rotation. Rosé hingegen ist immer gut, wenn er in eine Rotation ist, nicht rausrotiert wird, damit er immer Schaden macht, zusammen mit Super Vegito. Und Agility Sin Shenlong würde ich noch reinhauen, wie gesagt, da er auch ein Supportcharakter ist und gute Links sind, sowohl für die Villain-Seite bringt, als auch durch die Passive, weil er ein Supporter ist, für die Super-Seite. Also so würde das Ganze aussehen, mein lieber Zero. Und dann würde ich sagen, da du eine bessere Charakterwahl hattest und das nicht das beste Team quasi ist in der Meta, gebe ich dir 8 von 10 Punkten. Bleibt es bei den 8 von 10 Punkten. Gehen wir weiter. Und zwar ist das nächste Team von Niklas. Hey Osan, hier ist mein Team für Hashtag Team Osan PS. Ich bin der, der die ganze Zeit kein PNs
an dich schreiben konnte. Gut, dass es geklappt hat, mein Freund. Also, schauen wir uns das Team von unserem Boy Niklas an. Und zwar sehen wir, okay, es ist ein Super-Tech-Team zu machen. Heißt, es müssen nur Super-Tech-Charaktere in dem Team sein. Wir haben den Leader richtig gesetzt, Super Saiyan Angel Goku richtig gesetzt, Kenny Vegeta richtig gesetzt, Future Gohan richtig gesetzt, Krillin und Beerus. Heißt, hier gibt es schon mal 6 von 10 Punkten. Alle Charaktere sind zwar sind Max Level, okay, 7 von 10 Punkten, aber nicht alle sind nicht nur Kenny Awake, zum Beispiel sein Leader, also gibt und Beerus auch nicht. Also sind wir vorerst bei den 7 von 10 Punkten. Dann gehen wir mal auf die Charakterliste und schauen uns an, was unser Boy hier noch machen könnte. Im Prinzip hat er schon meiner Meinung nach die besten Charaktere des Super Tech Teams reingenommen. Aber ich würde eventuell in dem Team Beerus raustun, denn er linkt sich sehr, sehr schlecht im Team. Alle anderen kann man auf jeden Fall spielen. Dann würde ich hergehen und den Super Saiyan Gotenks nehmen und ihn Dokkan erwecken, denn den kann man zum Super Saiyan Gotenks, ja, glaub ich, auch Gotenks gesagt. Anyways, den Super Saiyan Goten nehmen und zum Super Saiyan Gotenks Dokkan erwecken und Beerus raustun, ihn in das Team reintun. Dann sehen wir auch grafisch gesehen, also wir haben in der Rotation Angel Goku mit Super Saiyan Angel Goku. Dann haben wir Gotenks mit Future Gohan, sie teilen sich 3 Link-Skills. Beerus hat sich ja wirklich kaum was geteilt. Keine Video als Rotationscharakter, denn er ist quasi so mehr ein Fun-Charakter, sage ich mal. Er kommt Dodge, tut Guard disablen und so. Ist was Cooles. Und Krillin als Support-Charakter in der anderen Rotation. So wird das ganze Team aussehen. Heißt, von mir gibt es auch dann hier 7 von 10 Punkten. Alles klar, Team Nummer 3 ist von Merlin. Merlin, lieben Dank für die Einsendung. Wenn wir uns das Team betrachten. Okay, nice, ja. Also JP geht ganz klar auch, Leute. JP geht auch. Er hat ein super physisches Team. Das Team sieht zumal sehr gut aus. Wir haben dreifach Gotenks als Leader. Super Vegito, Blue Vegito, Gohan, Great Saiyan 2 quasi. Seal Tanks und Kefler. Alle Charaktere sind richtig gesetzt. Alle Charaktere sind Max Level Awaked. Also gibt es von mir schon mal 8 von 10 Punkten für den Merlin. Aber wir schauen mal her, gehen mal rüber in seine Charakterliste und gucken uns an, was da geht. Hui, okay, er hat LR Gohan, ist gar nicht mal so schlecht. Also ganz klar holen wir hier die super physisch Charaktere nur. Problem bei LR Gohan ist, er linkt sich katastrophal. Also ich würde auf ihn verzichten, denn er linkt sich überhaupt nicht mit dem Team. Dann, also dieser Mystic Gohan würde ich auf jeden Fall raustun. Er ist auf jeden Fall auswechselbar, sage ich mal so. Denn deine Main-Rotationen sind eh insane. Mit Blue Vegito, Super Vegito, Gotenks und Dreifach Gotenks und Seal Tanks. Heißt, eine Art Support wäre nicht schlecht mit den Rotationscharakteren. Da würde ich auf jeden Fall hergehen, den Mystic Gohan raushauen. Für ihn den Super Saiyan 2 Gohan nehmen und Dokkan erwecken, der Supporter. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Gibt 35% auf Angriff und Verteidigung. Und ich würde hergehen, da habe ich ein bisschen schwer getan, aber ich würde Kefla rausnehmen und den Super Saiyan 3 Goku GT reintun, auch als Support-Charakter, denn er nimmt auch fürs Battle mit, Kefla hat das nicht. Kefla ist ein sehr guter Unit, aber in dem Team wegen dann quasi, wir haben schon, wenn wir das grafisch betrachten, dreifache Gotenks in der Rotation mit Seal Tanks, Blue Vegito mit Super Vegito und dann die Rotationscharakter, wenn die da reinkommen, sorgen die für ordentlich Schmackes und das machen dann eben Super Saiyan 2 Gohan mit Super Saiyan 3 Goku GT. Heißt, lieber Merlin, dir gebe ich 8 von 10 Punkten. Gut, dann kommen wir zum vierten Team. Das vierte Team war wirklich sehr, sehr spannend. Das vierte Team ist von Majin Vegeta Super Saiyan 4, Hashtag Team Osoru. Danke für die Einsendung, Mate. Denn das Team ist ein Peppy Girls Team. Ja, das Team geht auch. Ist ein Team, wirklich sehr, sehr cool. Kalif als Leader gibt jeden Typus. Die plus da HP und der 50%. Der Dude wollte ein Peppy Gods Team, sieht man ganz klar. Charaktere sind alle richtig gesetzt. Sind alle Dokkan Awake. Dokkan Awake, Z Awake gibt 7 von 10 Punkten, aber sind nicht alle Max Level. Wir haben Mai, die ist auf Level 80. Also gibt es hier vorerst schon mal 7 von 10 Punkten. Bei dem Team ist wirklich interessant. Das Team, ja, baue ich auch zum ersten Mal. Da habe ich wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Denn wenn wir uns die Charaktere jetzt mal angucken. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Bulma 100%, auf die würde ich nicht verzichten. Das Problem in dem Team ist, so wie es aufgebaut war, es gibt wenige Charaktere, die Schaden machen. Brapan linkt sich zwar gut mit Pandel, aber sie geben sich quasi nur Ki und beide sind Support-Charaktere und die würde ich nicht in einer Rotation lassen, sondern aus der Rotation, als Rotationscharakter. Deswegen wäre es nicht so wichtig, wenn die sich gut linken quasi, weil die sich fast nie begegnen. Heißt, ich würde Brapan rausnehmen und Fascher reintun, denn Fascher würde ich dann mit Kalifla in eine Rotation halten,
weil Fasha und Kalif als Damage-Dealer dann quasi im Team agieren und sie teilen sich Battlefield-Diva, macht eh jeder von ihr, bekommt Key plus 2 und Saint Warrior Race und wie gesagt, die beiden würden als Damage-Dealer fungieren. Physisch Bulma würde ich auch raus tun, ganz einfach, weil wir einen anderen Bulma haben, Tech Bulma Youth, also Jung, und beide haben denselben Namen, also können nicht im selben Team sein, deswegen holen wir sie raus, sieht zwar nicht schlecht, ist auch ein TOR, aber Tech Bulma hier ist auf 100%, das nehmen wir auf jeden Fall mit, sind ein bisschen ähnlich mit der Passive, also der Heal-Faktor zumal, und Bulma kann auch einen Guard aktivieren, also Tech Bulma rein, für physisch Bulma auf jeden Fall, und dann würde ich noch Mai raus tun und Agility C18 Future reintun, denn sie hat dann quasi, wenn wir uns das grafisch betrachten, linkt sie sich sehr gut mit C18, das sind vier Links, ganz klar. Eines C18, eines C18 Future, also kann man beide im Team tun und sie ergänzt sich ein bisschen durch ihre Passive, denn C18 Agility sorgt für Keys, die die physische braucht, um Angriff-Boost zu bekommen, kommt pro eingesammelten Key 8% und ist auch ein kleiner Supporter für die andere, also sie ergänzen sich wirklich gut. Dann würde das Team für mich so aussehen quasi, wir haben Kalifla, Fasha in einer Rotation, zumal Fasha auf jeden Fall dann noch Dokkan awaken kann, dann hat sie eine Chance, also sie hat eh eine Chance in Great Ape zu gehen und andere Rotation wäre C18 Future mit C18 Physisch und Rotationscharakter wären Tech Bulma und Panel. Genau, also das Team war auf jeden Fall sehr nice und dafür gibt es dann wie gesagt von mir 7 von 10 Punkten. Dann, Leute, kommen wir mal zu einem Team, damit ihr auch seht, okay, wie sieht denn das Bestmögliche aus? Hier, liebe Shoutouts an Mirolox. Mirolox, vielen Dank für die Einsendung, Mate. Wenn ihr euch das Team betrachtet, boom, 1A Granate. Ja, mein UI-Goku-Team. Goku ist richtig gesetzt, alle Charaktere sind richtig gesetzt. Alle Charaktere sind Max-Level. Dokkan Awake gibt schon mal 8 von 10 Punkten. Und ihr seht das Team an, ja. Alle Rainbow Star außer LA Goku Black. Charakter hat nicht gesendet, aber im UI Goku Team sind so viele spitze Charaktere. Da sage ich immer, Leute, nehmt eure besten Charaktere, soweit sie im Dupesten vorangebracht sind, und haut sie in ein Team. Und das hat unser Boy Mirolox hier gemacht. Deswegen kann man sich da überhaupt nicht streiten bei dem Team. Gibt es für die richtige Wahl 9 von 10 Punkten und das ist quasi optimales Team von dem UI Goku Team. Also ist das ein Beispiel für 10 von 10 Punkten. Punkte, hier gibt es die 10 von 10 Punkten für unser Boy Mirolox. Mirolox, lieben Dank für die Einsendung. Und ja, ich weiß, man kann sich schon bescheiden, LR Rosé ist nicht 100%, aber Leute, das ist ein LR, also da seht ihr die Sache mal ein bisschen langsam. Und wie gesagt, das Team könnte auch ganz anders aussehen, aber zum Beispiel, wenn ihr, bei mir sieht es so aus, ich habe Kalken Blue drin, statt Goku Black und Fusion, Vegeta Blue statt Fusion Zamasu. Auch alle 100%, das wäre aber auch 10 von 10 Team, denn ihr habt quasi das Richtige gemacht, ihr habt aus eurem Team die besten Charaktere genommen, die im Dupesystem vorangebracht sind, die stärksten, besten Charaktere der Kategorie, habt sie in ein Team gepackt, wie gesagt, wie Mirolox hier, und deswegen gibt es da, ist auch optimal quasi, auch in der Meta, gibt es da, boom, 10 von 10 Punkte. Anyways, Leute, das wär's für das Team-Rating-Video von heute, ich hoffe, das Video hat gefallen, wenn ja, gebt den ganzen ein Like, lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr irgendwas anders haben wollt, ob es so jetzt gut war. Ich habe ein bisschen das Grafische eingeblendet, Punktesystem habe ich eingebaut. Würde mich gern interessieren, was ihr davon haltet. Bis dato wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Genießt die Tage. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Peace.